und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Heute am, ich glaube, 22.06. dürfen wir heute haben, glaube ich. Ja, heute kam das Finale von King Kong. Man merkt, ich habe nicht einen allzu großen Puffer. Also die Videos sind halbwegs live. Aber so wie es aussieht, komme ich in dieser Woche dazu, einen kleinen Puffer aufzubauen. Eine kleine Neuerung. Ihr könntet eventuell einen qualitativen Unterschied feststellen. Denn jetzt habe ich mir... also ich hatte einfach die Schnauze voll und ich wollte mal was Anständiges haben, ja. Na, ich hab jetzt mal ein Elgato-Dingens-Moped hier geholt, Game Capture HD, schieß mich tot. Nicht den für 60 Frames, weil die PlayStation 3 ist ja das, was ich primär damit aufnehmen werde wahrscheinlich. Gibt keine 60 Frames aus, ja, aber ich habe die Möglichkeit gefunden, per HDMI aufzunehmen. Das heißt, ich brauche nicht dieses Breaker-Kabel. Ich habe auch keine Bildfehler gesehen, gerade bei der 5-minütigen Testaufnahme. Das Geheimnis ist einfach ein HDMI-Splitter, der auch nochmal um die 20 Tacken kostet. Und wenn ihr den habt, dann könnt ihr auch über HDMI aufnehmen in 60 Frames. Ist das nicht wundervoll? Also, das klappt zumindest jetzt hier bei Metal Gear Solid HD Collection. Keine Ahnung, wie es bei anderen Spielen ist. Und ich hoffe mal nicht, dass ich meine Stimme jetzt gleichzeitig mit dem Spiel aufnehme. Das wäre sehr, sehr doof. Weil ich kenne mich damit noch nicht so gut aus, ist die erste Aufnahme und blacks. Gut, dann machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ja, der Typ hier, der kommt einfach nicht mehr wieder. Ich kann machen, was ich will. Ich bin schon seit einer halben Stunde, stehe ich hier ungefähr in diesem Vorratsräumchen. Und der kommt einfach nicht. Das heißt, mir wird auf jeden Fall eine Hundemarke fehlen. Aber shit happens, ne? Oh, muss ich erstmal checken, wie ich jetzt überhaupt nochmal wegkomme. Ich weiß es nicht mehr. Also ich muss auf jeden Fall zu dem Engine Room, das weiß ich noch, ja. Achso, der pennt noch, okay. Und dann genau diese Sprengfallen muss ich erstmal noch schön wegmachen. Ich habe mir heute mal Macs gegönnt. Mir ist ein bisschen schlecht. Weil ich habe mir da so zwei Big Macs reingehauen. Ein McChicken Classic. Und ich habe mir gedacht, ja komm, falls du Hunger hast, holst du dir noch einen zweiten. Aber den habe ich nicht mehr geschafft. Ja, ich werde alt. Ich kann nicht mehr so viel essen. Wie kann ich noch mal dahin? Warte mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Es ist zwar erst ein Tag her, aber ich habe wieder alles vergessen. Hier unten kam ich, glaube ich, nirgends hin. Da waren hier Türen. Oh nein, da war eine Wache. Ja gut, die kriegen wir hin. Die kriegen wir kaputt. Schusch! Es geht schon wieder gut los. Leg dich schlafen! Haha, ich hab dein Funkgerät zerstört. So, okay. Jetzt kommt wieder... Was ist los? Antworten Sie! Der ist noch nicht betäubt, ne? Geh da rein! Scheiße. Ja, es fängt schon wieder gut an. Ist das nicht toll? Nehme ich überhaupt auf? Ich glaube, ich nehme auf, ja? Sowohl Stimme als auch Nicht-Stimme. Und hier bin ich, glaube ich, sogar richtig. Ja, okay, wir lassen dich am Leben. Okay, es ist der Stinker da unten wieder. Ich habe übrigens was anderes rausgefunden gestern. Und zwar, passt up, ne? Wenn wir den nämlich hier in der Würgstellung haben und den ein paar Mal würgen, bevor er stirbt, sollte er eigentlich bewusstlos werden. Wird er auch. Das heißt, da muss ich nicht die ganze Zeit komisch hin und her werfen. Hat auf jeden Fall Vorteile. Gerade für die Hundemarken. Ach komm, die nehmen wir noch mit, ne? So, frisst das. Dankeschön. Ja, es war der Richtige. Oh mein Gott. Ich finde es interessant, wie viel das Spiel speichern. Auch sogar die pennenden Leute. So, okay. Dann bin ich hier sogar schon direkt richtig. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist nicht so schön. Ah, mein Gott, ne? So, Moment. Ja. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Na gut, wie du möchtest. Also hätten wir die jetzt noch nicht gehabt, das hatte ich mich bei der ersten Aufnahme. Ich fotografiere dich mal. Also wenn wir die nicht gehabt hätten, dann hätte uns jetzt nochmal gesagt, Vorsicht, Snake, nicht weiterlaufen, stopp. Und so weiter. Wie freut dich doch mal, wie ich das, du einen Mann fotografierst. Wow, Moment. Ja, schade. Ich dachte, der sagt jetzt irgendwie gut oder so, aber ich glaube, der steht nicht so auf Männer, der Snake. Kann ich nachvollziehen. So, okay, schauen wir doch mal. Der ist mal die USP oder UPS. So, einmal das Moped hier abschießen. Was? Das war's noch nicht, ne? Scheiße!
fuck. Ach ja, ist das nicht schön? Ja. Lam, bam, bam. Ach, schön. Wirklich, hier macht es auch Spaß zu sterben, allein schon wegen der Musik. Moment, ich muss gerade mal einmal ganz kurz mein Headset-Kabel bitte nicht Verbindung verlieren, Mr. Headset. Ich danke dir vielmals, okay. Weil das ist blöd, dann hätte ich mal eine komplett neue Aufnahme machen müssen. Ich hoffe nicht, dass er mir jetzt wieder auf den Sack geht, hier der Mr. Ottergon. Mr. Hell, I'm a wish. So, okay, hier war nichts. Machen wir das Ding nochmal zu. Also, wie viele Sensoren gibt es hier? Auf jeden Fall den einen da hinten, den ich ja schon mal gesehen habe. Den hier einmal. Und Palapadev. So, haben wir sonst noch irgendwo? Aha, aha, da oben sind auch noch Sachen. Hier ist nichts. Da auch nicht, okay. Ich muss sagen, wirklich, die Quali ist richtig gut von dem Elgato. Ich meine, von dem Fujitsu Moped auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber der Elgato, ich glaube, der macht nochmal auf jeden Fall eine Ecke geilere Bildqualität. Hä, wo ist denn das andere Ding? Ah, Moment, vielleicht direkt da oben, wo man da jetzt nicht gerade unbedingt hinguckt. Da, nee. Scheiße. Wie weit darf ich denn hier reingehen? Da oben habe ich doch ein grünes Lämpchen gesehen. Seht ihr das, wenn ich da so ganz kurz so... Oh, vielleicht muss ich da drauf klettern? USP... Nein! Bleib doch mal bitte da drauf. Schneek. Aha. Okay. Was ist das jetzt? Ich habe Angst. Da ist noch was scharf. Okay. Der ist dicht. Nee. Das war jetzt so meine Vermutung, dass er vielleicht einfach direkt hinter mir ist. Ja, okay, dann ist er dahinter wahrscheinlich. Moment. Vorsichtig. Jo, da ist er. Okay. Ich hab so Schiss, ne? Ist der das? Ich hoffe es einfach mal. Ja! Gott sei Dank. Okay, raus hier. Himmel. Deck 2, Port. Okay, jetzt geht's wieder ab hier mit Hundemarken sammeln. Ach du Scheiße. Okay, wir sind gleich am Ende. Also vom Tanker schon. Und das schaffen wir heute. Also ich bin mir selber sehr sicher, dass wir es schaffen. Hat ja auch noch was für uns hier, du? Da geht's auch nochmal rein. Mhm. Und er hat auch Munition für uns. Toll, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir da raus? Nein, können wir natürlich nicht. Ist ja klar. So sieht aus wie, weiß ich nicht, ein Dixie-Klo. Oh, am nächsten Mal heute mal wieder gut. Mal wieder schön ungesund fressen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, alles klar. Aber ich muss sagen, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt, so ein bisschen wie jetzt hier mit den Frames ist, die die ganze Zeit weg waren. Scheiße. Okay. Komm. Ja, komm, sei bewusstlos. Dankeschön. So. Ich fand es teilweise schon ein bisschen störend, also gerade während der Sequenz und so, vor allem weil dann der Sound auch kurz ausgesetzt hat. Und deswegen bin ich einfach froh, wenn ich jetzt hier wirklich tadellos aufnehmen kann. Ich hoffe einfach mal, dass es auch tadellos ist. Muss ja nicht sein. Okay, Moment. Nehmen wir direkt die mal in der Hand. Freeze. Ja, okay, er hat Angst. Er hat Angst. Jawohl. So, zack. Und gute Nacht. Ins Auge. Kiromasa Watanabe. Wer kennt ihn nicht? Bekannt aus Film und Fernsehen. Oder so. Funk und Fernsehen, so heißt es genau. Okay. Manche sind auch cool und ducken sich weg. So, okay. Dann machen wir den auch nochmal. Das Coole war jetzt, der hat Musik gehört und der hätte uns nicht gehört. Also der hätte uns nicht gehört. Nothing here. Das ist auch nicht so ein Meldemoped, oder? Nehmen wir erstmal wieder unsere scharfe Waffe. Die Musik geht auch wieder an, wenn er aufwacht. Finde ich gut. Freeze. Freeze. Don't kill me. Don't kill me. Gott sei Dank ist das ein Feigling, weil hier scheint einer in der Nähe zu sein. Das Problem an Kieran Keegan. Das Problem an den Leuten ist, die halt die ganze Zeit regelmäßig funken. Also die funken halt wirklich regelmäßig. Und das heißt, wenn mal eine Minute nichts kommt, dann schöpfen die anderen schon mal Verdacht. Da hinten ist einer, okay. Das heißt, ich darf ihn eigentlich theoretisch auch gar nicht einschläfern.
Was ist mit dem los, okay? Macht ihm mal seine Äuglein zu. Okay, soll die leg dich schlafen? Nothing here. Es wäre cool, wenn ich wie bei Payday auch so selbst den Funk beantworten könnte. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da heißt. Nehme ich mal Vorsitzender, weil ich glaube, das ist ein badass Motherfucker. Weil er halt funkt, ne? Ja, das ist halt ein Privileg. So. Please don't. Na gut, dann halt nicht. Schüttel! Danke! Und schlafen. Ah, wie heißt er? Kirokazu Takahashi. Ein bisschen Munition, ah, habe ich schon voll. Ja, das war nur mal gediegen jetzt hier, der Bereich. Da oben komme ich sowieso nicht rein. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es ist nur so eine Dekorationstür. Ich habe jetzt auch meinen Sound ein bisschen lauter gestellt. Also mein Headset, das war mir ein bisschen leiser. Zwischenzeitlich. Okay, schauen wir uns nochmal um. Was geht hier ab? Auch nur ein langer, langer Gang. Bisher noch ohne Gefahr. Was auch echt in Ordnung ist. Hier gehe ich einfach mal prophylaktisch rein. Da ist auch noch Munition. Brauchen wir doch alles nicht. Ration brauchen wir auch nicht, nee. Sternach. Right. The lift is also under our control. We are on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Och, scheiße. Ich will doch nicht kämpfen. Dip-di-dip-di-du. Okay, alles klar. Ihr wollt Spaß? Ihr kriegt Spaß. Ho! Moment, wie ging das? Fuck you. Aber Moment, warum mache ich mir das eigentlich so kompliziert? Ich lege sie einfach alle schlafen. Scheiße. Du sollst einfach nur einmal schlafen gehen. Los, zeig dich, zeig dich. Die sind auch nicht so dumm, ne? Ziel auf die Lampen. Auf welche Lampen? Oh ja, die sind echt Arschlöcher. Okay, Moment. Das Ziel finde ich ja echt nicht so leicht. Ich gehe mal einen Schritt nach vorne. Hui! Du blödes Arschloch. Du blödes Arschloch. Hopp, leg dich schlapp. Oh fuck, da ist eine Granate. Oh mein Gott. Ich will sie einschläfern. Ich möchte sie gar nicht töten. Oh mein Gott. Oh, das ist eine Ration. Schön. Der pennt oder der ist tot? Der schläft, okay. Oh fuck, okay, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich habe noch eine Ration glücklicherweise ausgerüstet gehabt. Also, ist es ein Grenadier oder was? Das ist ja schrecklich. Sie sind ja immer noch so viele. Was soll das? Ach, fuck you. Echt. Ah, ich muss das Kämpfen hier erstmal wieder ein bisschen mich dran gewöhnen. Das ist unglaublich. Ich hab's eigentlich egal, ob ich die einschläfe oder töte. Also ich finde, ich habe den ganz gut getroffen. Oh, war der geil. Der war gut. So, jetzt zeig dich nochmal bitte. Warum schläfst du denn nicht ein, Mensch? So, geht doch. Meine Fresse.
Da muss eigentlich jetzt noch eine Granate explodieren, glaube ich. Oh, es ist doch nicht wahr! Was? So geht's doch auch. Himmelarsch. Kann nicht sein.